willkommen zurück in der zweiten Liga und willkommen beim allerersten Aftermatch-Talk der Saison 2024-25. Der Thomas und ich sitzen noch im Stadion, wir haben es gerade live kommentiert und ja, haben gemischte Gefühle. Ich würde irgendwie so sagen, der falsche Gegner zur falschen Zeit, Hannover wirklich ein ja krasser Gegner. Wir mit großen Fehlern teilweise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich heute vom Hannes gehört habe, dass Sochojski und auf der anderen Seite Schönfelder ausfallen, habe ich mir schon gedacht, oh wei, und wurde mit meiner Meinung bestätigt, obwohl wir gar nicht so schlecht angefangen haben, oder Thomas? Servus. Ich würde sagen, nicht der falsche Gegner zur falschen Zeit, sondern einfach der Gegner zu der Zeit, der uns halt einfach vielleicht mal zeigt, wo wir stehen. Ja? Weil Hannover am Ende ja doch eine große Mannschaft ist und wie du sagst, man weiß halt nicht, ob vielleicht eben diese Ausfälle das noch vielleicht ändern können. Dass es aber so ausgeht, wie es ausgeht, ja, habe ich eigentlich schon leider so erwartet. Ich finde eigentlich, wir haben uns relativ gut gestellt. Ich habe mit mehr Gegentoren gerechnet. Aber ja, Ich habe mit einem Unentschieden gerechnet und gehofft. Da lag ich falsch. Ja. Hat aber die ersten 7-8 Minuten eben ganz gut ausgesehen. Wir haben eigentlich ganz gut mitgehalten. Natürlich nicht überragend, überdominiert. Aber dann fällt das 1-0, ja, lehrbuchmäßig, rechte Seite überladen, zurück durchgesteckt, zurückgelegt und dann steht Tresoldi völlig frei vor Gebhardt. Und ich sag's, vielleicht mit bisschen Glück kommt man da vielleicht mit dem Fuß noch hin, aber Gebhardt trifft keine Schuld natürlich. Er muss die kurze Ecke abdecken, damit er ihn nicht da schon reinbekommt und in der Mitte völlig ungedeckt, Tresoldi. Ja, da hat die Zuordnung nicht gestimmt, da hat das Außenpressing nicht gestimmt, da hat die komplette Viererkette schlecht ausgesehen. Genau, und man muss halt auch dazu sagen, das gleiche hast du auch mal während des Spiels gesagt, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, wir sind halt jetzt nicht mehr in Liga 3, da kann dir sowas heute eben passieren. Genau, in Liga 3 wirst du vielleicht nicht so schwindig gespielt, aber ich würde sagen, das erste Tor ist jetzt nicht unbedingt, ja, das greife ich ihn nicht an. Das ist so toll herausgespielt, das kann man sich schon mal fangen. Das zweite Tor, das war absolut billig. Das ja. war brutal Weil es halt billig. Genau gleich war eigentlich. Es war so richtig ähnlich, wo du sagst, okay, dass es dir einmal passiert, ist Anfangsgeschenk so, hey, wir sind neu, wir müssen uns treffen, die sind gut. Aber es darf dir beim zweiten Mal nochmal passieren, weil da musst du wacher sein. Erstens musst du wacher sein und das zweite war ein bisschen schlechter rausgespielt, weil das war nur so eine Halbhochflanke. Da hätte man noch entgegengehen können. Wenn man da ein bisschen den Gegenspieler stört, kriegt er den nicht frei aufs Tor. Der erste, ja, war fast unverteidigbar, wenn der den mal aufs Tor bringt, das zweite nicht. Aber da standen dann einfach zwei Spieler im Rückraum frei. Da war kein Außenverteidiger, da war kein Innenverteidiger, da war kein Sechser. Niemand hat sich für irgendwas zuständig gefühlt. Das zweite darfst du dir so nicht fangen. Und dann, ja, hat Hannover zwar noch die ein oder andere Chance, aber wir haben eigentlich dann versucht mitzuhalten, versucht das Tor zu schießen. Haben es aber nicht geschafft, dieses Tor irgendwie unterzubringen. Ja. Es gab jetzt auch keine Riesen, also so ganz große Chance, ernsthaft mal aufs Außennetz geschossen. Im Endeffekt sind da zwei Sachen zusammengekommen, wie du gesagt hast. Auf der einen Seite, was man halt einfach auch, und das darf man heute im Spieltag wirklich nicht vergessen, es kamen einfach auch wieder Erfahrungswerte, gute Sachen zusammen, weil du hast halt immer noch im Tor einen Ron Robert Zieler stehen, der... Auch wenn mich jetzt auch wieder einige auslachen, Weltmeister ist am Ende vom Tag immer noch, also der einfach auch diese Klasse hatte über Jahre hinweg und immer noch hat. Ja. Und auf der anderen Seite, wir haben uns in der Offensive versteckt, weil unsere Offensive ja sehr harmlos war. Und das ist jetzt nicht super besser geworden, aber man hat gemerkt, es ist schon besser geworden. Ja. Aber es ist noch viel zu tun. Und das kommt halt dann in so einem Spiel auch nochmal zusammen. Wenn ich was Positives sagen muss, man hat richtig gemerkt, ich glaube, so viel haben wir im Mittelfeld seit 4 Jahren nicht kombiniert. Ja. Also es hat Spaß gemacht, Ernst zuzuschauen, es hat Spaß gemacht, Bröger zuzuschauen. Als Odutakpa reingekommen ist, hat er nochmal Tempo gebracht. Also dass wir offensiv zugelegt haben, hat man heute deutlich gesehen. In der dritten Liga war das super gewesen. Ja, genau. Also in der dritten Liga hättest du wahrscheinlich einige Gegner im Mittelfeld schwindelig gespielt. Das musst du jetzt halt mitnehmen, du musst wieder defensive Stabilität reinbringen, ist halt schwierig, weil du hast halt Bulic für Ernst geopfert, sage ich jetzt mal so, oder für Feed, wie du sehen willst. Ja. Und letztes Jahr hast du halt immer mit einer absolut brutalen Defensive gespielt und jetzt halt spielst du eigentlich nur noch mit einem nominellen Sechser, hast aber letztes Jahr mit 2 gespielt. Daran muss man sich auch erst gewöhnen. Wir werden wahrscheinlich sehen, ob wir das dann gegen die Spatzen besser machen, weil das ist ja ein Gegner auf unserer Kragenweite und dann auch noch Heimspiel. Aber es ist nicht alles schlecht. Das muss man
da jetzt schon sagen. Es ist halt schade, dass wir da so in dieses offene Messer reingelaufen sind. Daraus kann man lernen. Aber ich bleibe bei meiner Kritik, die ich seit Anfang der Saison habe. Ich würde alles zusammenkratzen und noch einen Linksverteidiger holen. Es tut mir leid. Die linke Seite ist auch, wenn Schönfelder gesund ist, eine kleine Schwachstelle. Definitiv. Und heute hat man gesehen, wie gesagt, es ist halt unglücklich auch, dass die beiden nominellen Stammaußenspieler ausfallen. Aber ja, Brian Hein war leider auch völlig defensiv überfordert. Offensiv hat er mir sehr viel Spaß gemacht. Du? Wirklich? Ja, also nicht völlig. Völlig ist das falsche Adjektiv gewesen. Aber man merkt schon, dass da noch ein bisschen was fehlt. Kann diese Klasse vielleicht noch arbeiten? Vielleicht rede ich in einem halben Jahr anders und sage, ja, Robert, du lagst falsch. Er hat einen Sprung gemacht, ja, aber ob es für die zweite Liga reicht, das ist ein großes Wenn und Aber. Genau, das können wir jetzt stundenlang diskutieren, weil es ist ja auch nur Hannover. Unser Anspruch muss nicht vielleicht sein, die Top-5-Mannschaften zu schlagen, aber... Das heißt, du sagst es eigentlich ganz schön, was muss unser Anspruch sein? Ich denke, dass heute für den Anfang einfach schon mal jetzt schön war zu sehen. Also das, was mich heute gut vom Froh geschimmert hat, ist, sie haben wirklich gekämpft bis zum Ende. Sie haben nicht aufgehört, sie haben wirklich nochmal zum Schluss auch gebissen. Es hat Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen. Ja, also es war nicht so ein... Kein Rumpelfußball, kein Lass-mich-vergessen-Kick. Man hat nie das Gefühl gehabt, sie wirken jetzt komplett planlos. Ja, sie waren überfordert, weil halt Hannover besser war. Ja, aber es war jetzt nicht so nach Motto, oh mein Gott, ich weiß es nicht, was soll ich machen, wo geht's hin, etc. pp. Ja? Und man hat halt einfach auch gesehen, so hey, da kann noch was draus kommen. Sie sind definitiv nicht am Limit. Da muss halt einfach noch viel zusammen funktionieren. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir gegen andere Mannschaften dieser Liga definitiv eine Chance. Und wie gesagt, man hat auch, und das darf man bei all diesem Lob, was ich jetzt für Hannover auch übrig gehabt habe, nicht vergessen, man hat sie schon auch gefordert. Also Stefan Leitl war nicht immer sehr zufrieden. Da gab es schon auch Situationen, wo wir gut durchgekommen sind. Du hast es jetzt gut beschrieben, ja, wir werden das analysieren. Die nächste Chance ist gleich schon am Freitag, geiles Freitagabendspiel, kommt ins Jahnstadion. Und macht danach die Stadt unsicher nach unserem ersten Heimsieg. Wir müssen ja zeigen, wer die richtige Macht an der Donau ist, oder? Auf jeden Fall. Wir fahren jetzt dann heim und hoffen, dass es nicht so viel Stau gibt. Ich sage ja, das auf jeden Fall. Ich sag's dir. Im Endeffekt kann man sagen, man kann sich auf eine coole Zweitligasaison freuen, wenn die Stimmung so bleibt, wie sie heute einigermaßen ist. Kann man sagen, Leute, wir haben eine schöne Saison vor uns, egal wie es am Ende ausgeht. Wir können zeigen, was wir drauf haben. Und ja, ich freue mich auf viele Zuhörer, ich freue mich auf geile Auswärtsfahrten und dann kriegen wir das hin. Robert, hast du noch was dazu zu sagen? Nö, erstmal nicht. Ja, dann wünschen wir den Fans, die wo mit uns hierher gefahren sind, eine gute Heimreise und selbst natürlich auch. Robert, hat mir Spaß gemacht und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Freitag hier im Jahnstadion. Tschüss. Adere. Hallo, hier spricht der 96 Pottwart. Der Podcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der sich mit Fußball im Allgemeinen, der zweiten Liga im Besonderen und Hannover 96 im ganz Besonderen beschäftigt. Unsere Grüße gehen nach Regensburg, wobei wir hoffen, dass Sebastian Ernst bei euch ein bisschen mehr Glück hat als bei uns hier in Hannover. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir in Hannover den Jan beim Saisonauftakt am vergangenen Samstag gesehen haben, ob wir glauben, dass ihr als Aufsteiger mit Elias Huth und Florian Ballas den Klassenhalt schafft und ob Hannover 96 endlich mal wieder aufsteigt, dann einfach reinhören in den 96 Pottwart. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf haz.de. Euch wünschen wir viel Erfolg bei den anstehenden Spielen und ein bisschen weniger Erfolg beim Rückspiel gegen 96, auf das wir uns in Hannover natürlich jetzt schon freuen. Macht's gut. Moroja hat jetzt den Ball vorne, rutscht aber weg. Moroja jetzt in der Vorwärtsbewegung, bringt den Ball flach in die Mitte, wird durchgesteckt zur Nummer 16. Die kommt außen durch und im Hintergrund gut durchkombiniert und Tor für Hannover 96. Spielt den Ball jetzt durch die Mitte, nicht so schlecht auf die Außen gespielt. Jetzt kam die Flanke in die Mitte, aufpassen und am langen Pfosten Tor. Da ist überhaupt keine Manndeckung. Das war bombend schlecht verteidigt, anders kann man es leider nicht sagen. Kranaus endlich mal starken Ball erobert, gut. Bröger jetzt auf der halbrechten Seite, weiß nicht wohin damit. Kurz Tiki-Taka, ja, sehr geil. In die Mitte jetzt, da ist keiner. Warum bewegt sich denn auch keiner, Mann? Kein aus der Rückbank, aber schießt direkt ab und 5 Meter drüber. Kota steckt die durch zu Garnas. Garnas hat den Ball, Garnas dreht sich mit Abschließen, aber in Hannover Haxen dazwischen. Salle aus der Entfernung. Ah, sehr schön geschossen, aber leider vorbei, aber auch abseits. Und ja. Oh, leck. Was ist denn jetzt kaputt?
Feuerwerk über Ron-Robert Zieler mitten im Feld. Ich weiß gar nicht, wie die das so weit geschossen haben, aber vielleicht ein bisschen Verwirrung für uns. Ah, Angriff abgebrochen, Ball auf die Außenbahn, linke Außenbahn. Ah, schön durchgelassen, aber Garnhaus schläft. Eieiei. Gerade noch mit dem Kopf vom Bräunig raus, aber das ist gefährlicher geworden, als es sollte. Hat sich Ballas vernaschen lassen. Und Hacke, leckt mich am Arsch. Wow, Gebhardt, zweimal mit einer Monsterparade und hat sich da ein bisschen jetzt verletzt. Ging, glaube ich, in die Grundjuwelen. Aber Monsterreaktion erstmal, der Ball schien geklärt, wird in die Mitte gespielt und dann macht er ihn mit der Hacke. Gebhardt mit der ersten Glanzparade, dann der Nachschuss und dann nochmal Gebhardt. Und das ist wahrscheinlich wieder ein Ding für Enzo Leopold. Er chippt ihn auf ihren langen Pfosten, Kopfball geglückt. Boah. Und dann köpft er fast frei vorm Tor vorbei. Weiß jetzt nicht, wer es genau war, aber das hat wieder lichterloh gebrannt. So, Ball gut abgefangen im Mittelfeld vom Fied, Ball zu Pröge. Fied jetzt in der Vorwärtsbewegung, steckt nach außen durch auf Ernst, ist ganz gut. Ernst jetzt aussichtsreich, zieht ein bisschen nach innen. Kurzpass zu Pröge, Pröge bringt die Flanke. Kopfball für Gunners und oh, knapp drüber. Jetzt wird er endlich ausgeführt. Ja, Kopfball und zweiter Kopfball von uns. Nachschuss. Oh, ein Strahl aber an das Latte. Dreieck und dann Fallrückzieher. Da haben wir Glück gehabt. Und was für ein Strahl. Man hat es bis hier oben gehört. Das Tor wäre beide umgefallen. Ja, dann mit 300 km/h das Ding ans Lattendreieck geknallt. Salah chippt Ball nach vorne zu Hortmann, der kommt durch. Stark, ja. komm, zieh, schieß. Ah, legt ihn zurück. Oh, und dann ist ein Hannover Bein dazwischen. Bisschen mehr Mut,